Bemerkenswert ist die Felsbucht von Portomigiano, die die Küste von Santa Cesaria Terme verziert. Ihr sandiges Meeresboden und ihre charakteristische Form machen Portomigiano einen der schönsten Orte Apuliens, der jedes Jahr 1000 Urlauber empfängt. Hier ist der gleichnamige Wandturm vorhanden, Zugehörigkeit des alten Lehens von Castro. Das Gebäude ist mächtig und hat eine militaristische Architektur mit breiten Straßen, Abläufen und Schießscharten. In Portomigiano laufen verschiedene touristische Schiffe. So können viele Touristen das umfangreiche Erbe der Küste von Santa Cesaria Terme entdecken, die zum Parco Naturale Regionale Costa Otranto Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase gehört. Der zerklüfteten und unzugänglichen Küste entlang ist es möglich, zahlreiche Klüfte zu bewundern. Hier befindet sich die romantische und wunderschöne Örtlichkeit Die Bögen, die die Küste mit steiler Klippe abgrenzt. Hier kann man die typischsten Grotten des Erbes von Santa Cesaria Terme bewundern, wie zum Beispiel die Grotte von Malepasso, die Grotte der Rabe, die Grotte der Anker und die Grotte der Meeresrosen. Die Grotten sind archäologisch sehr interessant und beweisen die Anwesenheit der Menschen in diesem Gebiet des Salentos. Bemerkenswert sind die Städten von Carlo Cosma und Ignazio Spagnolo, in denen verschiedene Materialien aus Keramik aus der mykenischen Zeit aufbewahrt werden. Die wunderschöne Landschaft ist noch von der Anwesenheit von Süßwasserquellen, besonders in der Nähe der Höhen, verziert. Das Azurblau des Meeres mischt sich mit dem Grünen der Macchia Mediterranea. Hier kann man frische Luft unter den Pinien atmen, Bäumen, die sich vor allem im Park Belvedere und im Park Robinson befinden. Der Park Robinson ist eine lokale öffentliche, vor kurzem qualitativ verbesserte Einrichtung. Hier finden im Sommer verschiedene Konzerte und kulturelle Veranstaltungen statt. Im Pinienwald gibt es auch Kneipen oder Restaurants, in denen man sich entspannt, während man das suggestive Panorama von Santa Cesaria Terme genießt.